So, meine Freunde, und da sind wir mal wieder bei einem neuen Video, bei einem neuen Discord-Bot-Coding-Reihe. Wir haben tatsächlich einen Zweitkanal angelegt für die Tutorials, aber dadurch, dass wir hier eben halt angefangen haben, diese Reihe zu beginnen, wollen wir die auch hier beenden. Deswegen heute das vierte Video der Discord-Bot-Coding-Reihe. Heute mal ein paar Events, wie es auch schon im Titel steht. Hauptsächlich da, um eben halt Sachen zu loggen, aber das sind eure User, also weist sie am besten darauf hin, dass eben halt Daten gelockt werden können. Ja, fangen wir doch einfach mal an. Und zwar werden wir jetzt hier uns ein weiteres Event machen. Und zwar das Event, wenn eine Nachricht gelöscht wird. So, machen wieder ein schönes Async hier. Und zwar ein Def und Message unterstrich delete yourself und mit der Message. Und dann sagen wir hier unten print und dann gelöschte Nachricht, damit ihr auch immer wisst, welche Nachricht gelöscht wurde, was da drin stand. Vielleicht war es ja irgendwas Uncooles, vielleicht war es auch irgendwas Korrektes. Sagen wir jetzt hier einfach nur noch message.content. So, ich glaube, das ist relativ selbsterklärend. Gucken wir doch einfach mal hier rein. Und zwar stoppen wir den Bot einmal und dann werden wir ihn direkt wieder starten. So, perfekt. Dann schreiben wir jetzt einfach mal eine Nachricht, zum Beispiel Hi. Sagen Hi, aber wir wollen die Nachricht nicht mehr haben, also löschen wir sie. Aber jetzt sagt unsere Konsole, die gelöschte Nachricht war Hi. Ah. So. So können wir also sehen, welche Nachrichten so alle gelöscht werden. Das ist auch natürlich in der Reihenfolge, das finde ich ziemlich cool dann auch hier. Ist aber eigentlich dann immer so. Ihr könnt es dann natürlich auch in Logdateien oder so speichern. Das ist dann natürlich auch was Cooles. Ja. Ich würde sagen, so viel dazu. Dann gehen wir doch einfach mal direkt zum nächsten Event. Und zwar das Event, wenn eine Nachricht bearbeitet wird. So, ist auch, glaube ich, ein relativ cooles Event, damit man einfach sieht, was für eine Nachricht bearbeitet wird. Weil es, glaube ich, triggert einfach jeden, wenn irgendeine Nachricht bearbeitet wird und niemand sieht, wie die Nachricht vorher aussah. Also manchmal nervt mich das echt, weil das halt, ja, manchmal eigentlich ganz cool zu wissen wäre. Deswegen print und dann veränderte Nachricht. Dann sagen wir ja von. Dann sagen wir hier before.content. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, das sind zwei unterschiedliche Messages. Das ist also beispielsweise Message 1, das andere ist Message 2. Und sagen jetzt hier zu. Und dann hier wieder plus after.content. So, ja, genau, before und after, ist halt Englisch, davor und danach, ja, ist glaube ich relativ selbsterklärend. Wieder mal. Dann stoppen wir wieder erneut unseren Bot und starten ihn erneut wieder. Hittet doch einfach mal den Like-Button, wenn ihr auch einen Reload-Kommentar haben wollt für den Bot. So. Dann machen wir das jetzt einfach mal so. Schreiben Hi. Hi ist geschrieben. Und jetzt können wir hier die Nachricht, wenn wir den Rechtsklick drauf machen und Nachricht bearbeiten drücken, können wir hier zum Beispiel Hi, ich bin cool schreiben. Und dann steht hier veränderte Nachricht von Hi zu Hi, ich bin cool. Ja, so können wir eben halt diese Nachrichten auch so mehr oder weniger loggen. Was etwas die Konsole voll spammt, aber was relativ cool ist trotzdem zu wissen, ist, dass es noch ein Event gibt. Event, wenn wer am Schreiben ist. Also sprich, wenn gerade jemand etwas eintippt. Also ihr kennt das ja immer, wenn ich hier jetzt zum Beispiel hingehe, dann steht ja hier immer da diese Punkte und sowas. Das ist nämlich halt, dass jemand gerade was eintippt. Dafür gibt es ein Event. Ist glaube ich relativ klar, wie das heißt, und zwar on typing einfach.
wieder mit Self. Diesmal gibt es ein paar mehr Parameter. Mit Channel noch, mit User und mit When. Und dann sagen wir uns hier drin, print der User str User, upsala, und dann schreibt etwas in, und dann sagen wir jetzt hier wieder, cast mir das zum String, und dann sagen wir hier Channel, und dann sagen wir hier dann noch rein. Und das seit str und when. So, bevor ihr fragt, falls ihr die anderen Sachen noch nicht geguckt habt, ich caste das hier immer zum String, weil eben halt beim User oder auch bei dem Channel, das sind alles immer noch Metadaten dahinter, deswegen ist das nicht nur der String, der Username, sondern eben halt noch viel mehr dahinter. So, jetzt haben wir soweit alles. Speichern wir das Ganze mal und gucken uns das direkt mal an. So, stoppen wir wieder unseren Bot. Upsa, stoppen unseren Bot. Falls ihr nicht wisst, wie man das auf Mac oder auf Linux macht, das ist Ctrl-C. Einfach mal. So, und dann mit Pfeiltaste nach oben können wir unseren alten Befehl wieder aufrufen. So, ist er connected. So, und jetzt sagen wir einfach mal hier, zack, zack, zack. Und jetzt sagen wir hier, und jetzt sehen wir hier. Lachende Lacher. Der User lachende Lacher schreibt etwas in allgemein rein und das seit dem 24.04.2020, seit 14.38 Uhr. Das ist ein bisschen die falsche Zeit. Ist eine falsche Zeitzone halt. Ihr könnt jetzt natürlich, weil wenn euch jetzt zum Beispiel das hier, wenn euch jetzt zum Beispiel das hier nervt, dass das eben halt so andersrum ist, ihr könnt jetzt hier auch einfach das strr wenn und dann könnt ihr hier auch wieder wie bei dem Date-Comment wieder das strr-time nehmen und dann sollte das auch klappen. Ja, so könnt ihr eben halt euch Sachen loggen auf eurem Server, wenn irgendwas passiert. Dadurch, dass unsere Ausgaben aber relativ wertvoll sind und eben halt Speicherplatz nicht on master ist, mache ich jetzt einfach einen Return rein, weil das ziemlich nerven kann nach einer Zeit, wenn dann jeder User einfach die ganze Zeit nur so darauf tippt. Wenn euch das soweit gefallen hat, das Tutorial, lasst doch einfach mal ein Like da. Wenn ihr auch einen Reload kommen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr Tipps habt, schreibt die auch am besten in die Kommentare. Konstruktive Kritik ist immer angenommen. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und haut rein. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles.